Freya von der Robb hatte ihren Traumjob, Flugbegleiterin. Bis vor fast 3 Jahren. Da beendete ein Arbeitsunfall ihre Karriere. Seitdem ist die 39-Jährige schwer gezeichnet. Bis heute kämpft sie um Gerechtigkeit, inzwischen auch vor Gericht. Deshalb möchte sie selbst nichts zum Stand ihres Verfahrens sagen. Ihre Mutter hilft ihr bei der Bewältigung des Alltags. Also meine Tochter kann nach wie vor ihren Fuß nicht bewegen, deshalb nicht Auto fahren, nicht Fahrrad fahren, sehr eingeschränkt deshalb. Sie hat Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme, sie ist nachmittags müde. Also sie ist einfach immer noch krank und hilfsbedürftig. Rückblick, März 2013. Auf dem Condor-Flug Hamburg-Las Palmas nehmen Passagiere und Crew einen beißenden Geruch wahr. Vor dem Rückflug testen die Piloten deshalb die Triebwerke. Freya von der Robb und ihre Kollegin sollen die Kabinenluft überprüfen. Um sicherzustellen, dass dieser Geruch tatsächlich aus den Düsen kommt, habe ich mich hingestellt und mich direkt unter die Düse gestellt und ordentlich eingeatmet. Und dann versagte mein ganzer Körper. Mein erster Gedanke war eigentlich, so fühlt es sich an, wie wenn man vergast wird. Freya von der Robb erleidet schwere neurologische Schäden. Die zweifache Mutter wird arbeitsunfähig. Zur Erklärung. Bei fast allen Flugzeugtypen wird Luft über die Triebwerke angesaugt, verdichtet und als Zapfluft in Kabine und Cockpit geleitet. Die Gefahr dabei? Vollsynthetische Öle. Die werden für den reibungslosen Lauf der Turbine benötigt. Sie enthalten giftige Zusatzstoffe, unter anderem Organophosphate. Wenn Öl austritt, können giftige Gase entstehen. Die vermischen sich mit der Zapfluft. Ein gefährlicher Cocktail. Condor führte den beißenden Geruch auf Enteisungsflüssigkeit zurück. Genau die spielt in neuen medizinisch-toxikologischen Gutachten der Universitätsmedizin Göttingen eine Rolle. Die Erkenntnisse legen einen Zusammenhang nahe zwischen von der Robb-Symptomen und bestimmten giftigen Stoffen. Am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin behandelt Fachärztin Astrid Heutelbeck Flugpersonal, das Kabinenluftvorfällen ausgesetzt war. In den vergangenen 2 Jahren um die 140 Personen mit chronischen und akuten Beschwerden. Darunter Freya von der Robb. Die Mediziner und Toxikologen finden dabei 3 unterschiedliche Stoffgruppen. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der Enteisungsmittel, die nach Verbrennung, wenn sie unbeabsichtigt nach dem Enteisungsvorgang ins Triebwerk gelangen, durchaus auch toxische Stoffe bilden können. Bislang galten Enteisungsmittel als unbedenklich und biologisch abbaubar. Das Problem, sie können ins Triebwerk geraten. Die Temperaturen dort mehrere hundert Grad. Die Erkenntnis ist insofern neu, dass man nicht berücksichtigt hat, dass diese Enteisungsmittel ja ins Getriebe gelangen und sich dort chemisch verändern, nämlich durch diesen Verbrennungsprozess. Aber genau dieses Verbrennen macht eben das Problem, weil sich in dem Zusammenhang diese toxischen Stoffe erst entwickeln. Der Journalist Tim van Beveren hat in seiner Filmdokumentation Ungefiltert eingeatmet das Phänomen der giftigen Kabinenluft nachgewiesen. Diese neueren arbeitsmedizinischen Erkenntnisse aus Göttingen belegen an ganz konkreten Fällen, dass es erstens zu diesen Vergiftungen kommt, ein Umstand, der ja von Fluggesellschaften und Herstellern bislang immer abgestritten worden ist. Zweitens, dass es noch eine ganze Reihe mehr und bisher eigentlich unauffällige Substanzen gibt, die bei solchen Vorfällen freigesetzt werden können, giftige Wirkung entfalten und sogar schwere bis sogar chronische Erkrankungen verursachen können. Und drittens, dass es hier meiner Meinung nach einen dringenden Handlungsbedarf gibt, das endlich abzustellen. Bis heute wurde kein einziger Fall einer solchen Berufserkrankung anerkannt. Zuständig hierfür ist die Berufsgenossenschaft Verkehr. Die hat ein Gutachten über Freya von der Robb in Auftrag gegeben. Die BG Verkehr erkennt zwar den Arbeitsunfall an, nicht jedoch die Folgeschäden, trotz der neuen Erkenntnisse. Von der Robbs Antrag auf Entschädigungsleistungen wurde abgelehnt. Brisant bat die BG Verkehr um eine Stellungnahme. Die Antwort: kein Kommentar, der Fall sei noch nicht abgeschlossen. Durch diese neuen Erkenntnisse des Gutachtens hoffen wir sehr, dass die Berufsgenossenschaft gar nicht anders kann, als es anzuerkennen. Denn es ist eindeutig ein Unfall gewesen. Sie ist gesund eingestiegen, krank ausgestiegen. Und daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Für die Berufsgenossenschaft Verkehr ist das Gutachten ein Problem, weil es sie am Ende viel Geld kosten könnte. Die BG ist der Rückversicherer der deutschen Fluggesellschaften und bei allen Airlines in Deutschland häufen sich die Vorfälle mit Betroffenen. Da vermute ich mal, dass das gerade weil diese neuen Erkenntnisse dieser bisherigen Argumentation der BG so völlig zuwiderläuft,
wollen die gar keine Anerkennung aussprechen. Denn wenn sie das täten, würden sie ja einen Fehler eingestehen. Und sie müsste zahlen. Für die Berufsgenossenschaft geht es also um viel. Die Devise heißt offenbar aussitzen. Das macht mich sprachlos, fassungslos und auch traurig, dass sich seitdem überhaupt nichts getan hat. Das geht hierbei nicht nur um mich, um mein persönliches Schicksal oder das der betroffenen Kollegen. Es geht um jeden, der in ein Flugzeug steigt, um Urlaub zu machen, berufsbedingt irgendwo hinzufliegen. Es kann jeden treffen, jederzeit. Und dass das eben von der Öffentlichkeit so ferngehalten wird, das entsetzt mich. Die zweifache Mutter hat vor dem Sozialgericht Widerspruch eingelegt. Der Fall Freier von der Robb, er könnte zum Präzedenzfall werden.